So, es ist jetzt 23.08 Uhr. Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go, denn es ist was passiert. Die ganze Zeit waren ja Hinweise da, dass irgendwas mit Team Go Rocket passieren würde. Jetzt gehen wir mal kurz ins Spiel und sehen hier, da fliegt ein Heißluftballon von Team Go Rocket. Ihr seht auch den Schatten, der ist jetzt genau über mir. Vorhin war noch gar keiner da. Ich habe dann einmal auf den Rocket-Radar gedrückt. Dann hat es mir gesagt, keine Signale, dass es eigentlich so zu spät ist und dass jetzt eh nichts mehr passiert. Und als ich zurück bin, ist er auf einmal über mir rumgeflogen. Und jetzt habe ich die Möglichkeit, hier auf diesen Ballon drauf zu drücken. Und plötzlich kommt Boss Sierra. So wie es aussieht, habt ihr also die Möglichkeit, gegen die drei Rocket-Bosse zu kämpfen. Gegen Sierra, gegen Arlo, gegen Cliff. Und das ist ja nichts Neues, die habt ihr bisher auch an Rocket Stops gehabt. Wenn ihr die Rüpel besiegt habt, könnt ihr dann natürlich auch die Bosse besiegen. Vielleicht fliegen die Rüpel auch damit rum. Ist jetzt so eine Sache, es sieht so aus, als ist das eher für die Leute gedacht, die jetzt keine Stops in der Nähe haben oder selten Stops in der Nähe haben, dass die eben über den Rocket Ballon auch Rüpel besiegen können und Bosse besiegen können und eben nicht mehr warten müssen, bis ein Stop von Team Rocket eingenommen wird. Wir haben jetzt also hier die Möglichkeit, gegen Sierra zu kämpfen. Wir können uns noch mal kurz anschauen, wie der Ballon hier rumfliegt. Ich mache auch mal kurz hier ein. Ja, Akku ist auch gleich leer. Ich mache noch mal kurz hier ein Bild. So, Screenshot. Jetzt drückt man noch mal drauf. Kämpf mal kurz gegen Sierra. Alles klar, jetzt hat sich natürlich aufgehangen und macht gar nichts mehr. Bruder, es ist mitten im Video. Wie, jetzt ist er abgehauen? Nein, warum? Bist du Vorführeffekt? Gib mir den Ballon wieder. Es ist schon ziemlich spät. Oh, so, und jetzt habe ich es verkackt. Toll. Weil ich anstatt einfach zu kämpfen die ganze Zeit rumgewühlt habe und dachte, okay, ich rede noch ein bisschen, ich zeige euch das auf jeden Fall. Ich habe es verkackt, der Rocketballon ist weg. Ihr wisst aber jetzt ungefähr, wie das aussieht. Also, der Rocketballon fliegt dann über euch rum. Ist wohl vorerst wieder mal für Spieler ab Level 40 verfügbar. Und ja, wird dann weiterhin sicherlich ausgerollt. Ich denke mal, das soll trotzdem eine Hilfe sein, auch für Leute, die jetzt keine Stops in der Nähe haben, dass die auch Rüpel besiegen können. Ich glaube jetzt nicht, dass sie da besondere Pokémon abwerfen. Ein Video ging auch schon rum vorhin. Da hat jemand dann ein Krypto wohin genau bekommen, was dann hinterlassen wurde. So wie es aussieht, aber wie gesagt, könnt ihr da Rüpel machen oder könnt ihr da Rocket-Bosse machen, indem ihr die antippt, die euch da verfolgen und ihr einfach kämpft wie an einem Rocket Stop. Jo, ich hätte gerne einen Kampf gezeigt, aber ich habe es vermasselt. Deswegen, der Rocketballon ist jetzt weg, ne? Wir sind auch gleich weg. Ich weiß nicht, ob sich das überhaupt lohnt, das Video jetzt rauszuhauen. Habt ihr auch schon einen Rocketballon gesehen bei euch? Schreibt es mal in die Kommentare. Habt ihr einen Kampf gemacht? Gegen wen habt ihr gekämpft? Und vor allem, was habt ihr für eine Belohnung bekommen? Was für ein Pokémon wurde bei euch hinterlassen? Das war's aber jetzt von meiner Seite aus. Keine Ahnung, das ist auch wieder Mist. Junge, Junge. Sagt er mir, es ist zu spät, es ist zu spät. Und dann fliegen sie hier mit ihrem dreckigen Ballon durch die Gegend und freuen sich, oder was? Egal, das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out. Sind wir noch weg? Peace out, Vorhaut, euer Ramses.